Maximilian Klemann, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Landeswettbewerbs Jugend forscht im Bereich Biologie. Genau. Was bedeutet dieser Sieg für dich? Der Sieg bedeutet für mich auf jeden Fall in erster Linie, dass meine Arbeit richtig wertgeschätzt wird, dass sich die Mühe, die ich da reingesteckt habe, zu mehr als 100% gelohnt hat und dass ich ausgehend davon, ja, nicht nur für meinen Sieg, aber auch generell im Rahmen des Wettbewerbs sehr viele bereichernde Erfahrungen gemacht habe. Dein Projekt hat eine große Aktualität. Es geht um das Thema Artenvielfalt. Was hast du genau untersucht? Ich habe die Artenvielfalt von Vögeln in Hecken und Insekten in Wiesen untersucht. Ich habe dabei versucht, einen Stadt-Land-Vergleich herzustellen, weil in der Literatur findet man halt immer, dass die sich auf entweder nur auf die Stadt oder nur auf den naturnahen Lebensraum beschränken. Und das habe ich halt sozusagen versucht zu vereinen. Dann habe ich ausgehend davon auch geschaut, welche Präferenzen haben speziell die Insekten bezüglich Nahrung in ihrer Umgebung. Und ausgehend davon habe ich versucht, konkrete Fördermaßnahmen für den Artenschutz für die Privatperson zu formulieren. Genau. Was wäre das zum Beispiel? Was kann man daraus ableiten? Da müsste ich vielleicht ganz kurz die Flugweiten noch mit ins Spiel bringen. Die vielen verschiedenen Insekten haben aufgrund, ja, zum Beispiel, dass sie in Staaten leben, wie zum Beispiel die Honigbienen, oder alleine leben, wie zum Beispiel die Wildbienen, ganz andere Flugradien. Und besonders für solche Insekten mit kleineren Flugradien bietet es sich an, geeignete Futterpflanzen auszusehen, die möglichst über einen langen Zeitraum blühen. Weil das Problem ist, dass im Frühjahr und im Spätsommer ganz viele Pflanzen eben nicht blühen und dadurch herrscht halt Nahrungsmangel für die Insekten. Und das kann man halt eben durch diese Anpflanzungen vorbeugen. Und das kann man auch mit Nisthilfen kombinieren, dass man halt denen nicht nur Futtermöglichkeiten, sondern auch Rückzugsmöglichkeiten anbietet. Wie zum Beispiel das Insektenhotel, das man im Hintergrund sieht, was ich zusammen mit meinem Vater gezimmert habe beispielsweise. Genau. Und so halt kleinräumig dann Lebensräume schaffen kann. Für Insekten mit größeren Flugweiten bietet es sich an, nicht nur diese Lebensräume zu schaffen, sondern auch miteinander zu verbinden, wodurch halt ein engmaschiges Netz an Futtermöglichkeiten für die Insekten entsteht. Da kann man zum Beispiel auch öffentliche Flächen mit einbeziehen, die halt von Artenschutzexperten zum Beispiel beobachtet werden können. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Zu dem Thema gekommen bin ich eigentlich vor allem über die W-Seminararbeit. Aber warum es genau dieses Thema geworden ist, ist, weil ich halt mich schon von klein auf sehr für die Tierwelt interessiert habe. Genau. Ein Projekt, aus dem man viel lernen kann, auch viel für sich selber mitnehmen kann. Herzlichen Glückwunsch nochmal und dann alles Gute für den Bundeswettbewerb. Dankeschön.